Servus Laron. Ich bin heute in einem 15 vs. 15 E-Sports Match dabei, in einem Two-Hit-Format und hier haben wir noch die Chance, perfekt zu gehen. Das Problem ist, in nicht mal 20 Minuten habe ich ein Match, was ich on-stream spiele und das heißt, bis dahin muss ich noch all meine Hits machen. Wir haben noch 4 Hits, 3 davon müssten wir trippeln und wir könnten noch perfekt gehen. Auf diese Base hier werden wir starten und zwar mit Zap Titans. Ich glaube, was wir hier zappen ist ziemlich klar und zwar den Monolith mit dem Invis-Turm. Dann spielen wir den Flameflinger fürs Rathaus. Der soll ungefähr das bekommen. Natürlich ganz, ganz klassisch einen Warden Walk hier davor. Den Warden ziehen wir dann rüber mit den Titans einmal hier entlang. Sorry, ich muss gerade wirklich auf die Schnelle das aufzeichnen, denn wie gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Dann hoffe ich, dass hier ein Mauerbruch connected. Wenn nicht, dann springen wir hier drüber. Falls der Mauerbruch connected, springen wir hier drüber. Und Backend schauen wir dann einfach, wie wir die Gladi mit dazu setzen. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Okay, der Warden muss ja eigentlich nicht allzu viel holen. Wir starten einfach bei der Kanone, dann den Erdbeben und die 6 Sept-Zauber. Das scheint soweit zu passen. Dann können wir mit dem Flameflinger schon mal dazu. Lol. Pullt die Giftechse gerade die CC? Boah, das ist richtig dumm. Oh nein. Nein, das hatte ich nicht bedacht. Das ist wirklich total kacke. Aber gut, ich hoffe, dass das noch klappt jetzt. Müsste eigentlich passen. Müsste eigentlich schon gehen. Soweit, so gut. Dann hier schon mal den Sneaky mit dazu und den King. Ja, die Queen, bitte mit rein. Auf, bitte mit rein, Queen, das wäre cool. Zünden und dann hier oben die Hexe mit dazu. Dann können wir schon mal schauen, ob gleich diese Mauerbrecher hier funktionieren. So weit, so gut. Die Eisgolems kommen raus, aber ja, da geht nur ein Titan hin. Das ist auch okay. Und der King struggelt hier oben tatsächlich. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Titans in den Chor reinlaufen. Warden. Ja, zündet eh automatisch, dass es gerade gar nicht Klinge spielt. Ich habe die ganze Zeit in meinem Unterbewusstsein dieses, du hast es eilig, du musst schneller spielen, aber man kann ja nicht schneller spielen. Also, I mean, ich spiele so und so die 3 Minuten, das kann ich ja nicht beschleunigen. Daran kann ich einfach nichts ändern. So, jetzt ist die Frage, wo spielen wir gleich den Freeze-Zauber? Ich würde sagen, wir protecten die Queen einfach mal, oder? Und wie sieht es jetzt aus, ist die Frage. Wir können noch die Queen zünden, aber die überlebt das Ganze erstmal. Die Super Minions kommen raus aus dem Flameflinger. Ja, die Queen können wir wie gesagt zünden, das machen wir jetzt auch. Hier nehmen wir mal ganz kurz die Kanone raus und dementsprechend würde ich sagen, die ersten 3 Sterne sind eingetütet. Das geht doch schon mal gut los. Perfekt, und dann würde ich sagen, Speedrun into Angriff Nummer 2. Der Angriff wird jetzt tatsächlich richtig schwer auszuführen. Und zwar ist das jetzt ein Queen Charge Super Urban Hit. Allerdings, ja, tat es der wirklich in sich. Wir spielen eine Yeti Blimp hier auf Adler Mono. Ragen das Ganze. Wir wollen damit den CC Pull und eben den Adler und den Mono bekommen. Dann einen Queen Charge hier durch das Zentrum mit einem Sprungzauber Richtung Rathaus. Da müssen wir eben außen mit den Superbahnen funneln, das heißt wir spielen hier überall Superbahnen mit dazu. Hier drüben gehen wir dann mit dem King und mit dem Warden rein, auch hier außen Superbahnen mit dazu. Mauerbrecher hoffentlich in Richtung Multi, wenn das klappt, das wäre so ultra krank. Damit will ich dann ungefähr das hier alles bekommen. Und den Rest würden wir dann mit dem Barbaren und mit der Gladi clearen. Es ist wirklich schwer auszuführen, aber auf die Schnelle hatte ich keinen anderen Plan und ich finde den Plan eigentlich ganz geil. Dementsprechend schauen wir, wie es klappt. Okay, wie gesagt, der Angriff hat es jetzt auf jeden Fall in sich. Wir starten hier mit der Queen. Paloons mit dazu. Dass wir hier irgendwelche Black Mines aufdecken müssten. Aber das scheint soweit so schon mal gut zu passen. Hier den Rage mit drauf und dann... Ja, ich hatte kurz Angst, dass ein Titan rauskommt, aber das ist nicht der Fall. Dementsprechend können wir die Highlights auch mit dazu setzen. Und schon mal hier die ganzen Barbaren mit dazu, damit der Funnel da reinpasst. Es sind ziemlich viele Barbaren, die wir jetzt hier direkt am Anfang wasten. Aber was heißt wasten? I mean, wir müssen ja irgendwie funneln. Hier drüben dann schon mal dasselbe.
wir können die Gladi sogar direkt... Ja, aber ich glaube, das macht gar keinen Sinn, die rauszunehmen, oder? Bringt uns gar nicht viel. Kann der King genauso gut gleich machen. Aber hier habe ich noch Angst, dass sie irgendwie weggezogen wird, aber gut. King mit dazu, den Ice Golem können wir auch mit dazu spielen. Der ist noch nicht maxed auf dem Account, aber ist halb so wild. Das sollte jetzt nicht das Krautfett machen, I guess. Bahn haben wir jetzt nicht mehr allzu viele, aber egal, die brauchen wir eigentlich hinten raus auch nicht mehr wirklich. Erdhunter müssen wir auch schauen. Da haben wir jetzt nur noch einen, den würde ich mir auch ganz gern aufheben, wenn ich ehrlich bin. Der Mauerbrecher klappt, wir spielen aber direkt zwei, dass der auf jeden Fall durchkommt. Und dasselbe können wir jetzt gleich noch auf der anderen Seite machen. Oh, die Barbaren haben den Sammler nicht rausbekommen. Uiuiuiui, da kracht's. Ja genau, jetzt hier nochmal dasselbe Spiel. Und die Warden Ability. Sprungzauber. Ich hoffe, der passt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn jetzt der Sprungzauber nicht passt, das wäre ehrenlos. Bloody jetzt damit dazu, weil der King nicht reingelaufen ist. Okay, das wäre das Ehrenloseste, was mir je passiert wäre, wenn der Sprungzauber nicht sitzt. Der Sprungzauber sitzt tatsächlich nicht. Ich habe den Sprungzauber geswaggt. Oh mein Gott. Ich habe den einfach gefettfingert. Ja gut. Jetzt wird das Ganze tatsächlich ein bisschen kritischer. Wir freezen hier mal. Ja, das Problem ist halt, eben, dass ich den Sprung geswaggt habe. Sonst wären das easy 3 gewesen. Ey, der Plan war so unfassbar gut. Der Plan war so gut, ne? Oh mein Gott! Der hat vor allem auch so viel Spaß gemacht zu spielen. Das ist halt jetzt ernsthaft ein Timer. Wow! Okay, wir müssen jetzt unbedingt den Angriff hier trippeln. Denn wenn wir den trippeln, dann könnten wir mit dem anderen Account nochmal denselben Queenshash Superbahn-Hit ausprobieren. Und vielleicht klappt der dann. Und zwar würde ich hier ganz gern einfach eine Plimp hier auf den Scatter spielen. Die Gladi zieht dann die Yetis hier ins Eck und da bekommen wir dann den CC-Pull. Dann können wir den Queen Charge hier einmal reinspielen. Sprungzauber Richtung Single. King hier oben rum zum Gegenfunnel und Hawks hier durch den Adler, also Twin Hawks. Ich hoffe, das trippelt, denn dann haben wir noch eine Chance auf einen Perfect War. Okay. Limp mit dazu. Aufmachen. Jetzt sollte eigentlich die Gladi... Hallo, Gladi? Bitte, bitte visier die Yetis an. Oh mein Gott, no way, oder? Okay, die Yetis laufen wieder rein, aber den CC-Pull werde ich auf keinen Fall bekommen. Was wir machen können, ist hier ein paar Hawks drauf zu spielen. Okay, die laufen aber halt jetzt nicht mehr hin, weil es schon zu spät ist. Aber... soweit so gut. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Die Tesla-Farm könnte jetzt tatsächlich auch ein bisschen nervig werden. Denn eventuell hat die Queen jetzt keine Lust, da reinzuspringen. Hallo? Bitte, 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 bitte. Okay, dann halt nicht. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel, um uns um den Single zu kümmern. Okay, wir haben ein paar Loons, die wir mit dazu spielen können. Und die wir... müssen wir sie ragen? Nee, müssen wir nicht. Aber, ja, wow, ey. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Also ja, es ist unter Zeitdruck zu hitten. Ich weiß nicht, man hat die ganze Zeit so ein... so ein komisches Gefühl und kann sich irgendwie nicht wirklich konzentrieren. Der Hit ist bodenlos. Und ehrlich gesagt, habe ich auch gar keine Lust, den zu Ende zu spielen, aber egal. Wir hauen die Hawks jetzt noch schnell hier unten rein und schauen, was dabei rauskommt. Dementsprechend hat es am Ende nicht für 45 Sterne gereicht. Ich fand aber trotzdem, dass Angriff 1 und 2 eigentlich ganz geil war. Bei Angriff 2 habe ich es mir halt einfach selber verkackt, wegen des Sprungzaubers. Aber ansonsten hat er mega viel Spaß gemacht zum Spielen. Und ich hoffe natürlich auch mega viel Spaß zum Zuschauen gemacht. Wenn das so war, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise über ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.